Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Wargear Technik. Heute zeige ich euch, wie ihr auf unserem Minecraft-Server Schematics hochladen könnt und Schematics runterladen könnt. Dazu joinen wir erstmal auf unserem Wargear Technik Minecraft-Server. Wir joinen und sehen, dort steht Registriere dich, um Schematics hochzuladen mit /register. Gehen wir einfach mal einmal ein, /register. So erscheint die Nachricht Register mit der E-Mail, mit dem Passwort und mit der Passwortbestätigung. Wenn wir jetzt wieder Register machen, mit unserem Namen, unserem Benutzernamen, also das ist jetzt meine E-Mail von dem Benutzernamen hier, @gmail.com. Ihr müsst natürlich eure E-Mail angeben. Das dient dazu, um, wenn Kanonen geklaut werden oder sonst irgendwelche Vorfälle sind, die eure Schematics betreffen, können wir euch darüber erreichen. Dazu dient das. Dann geben wir unser Passwort ein, Test123, das ist mein gesetztes Passwort jetzt, das natürlich danach wieder gelöscht wird. Das ist jetzt nur zum Test hier und sehen dann hier, die Registrierung war erfolgreich und wir sollen jetzt die Seite hier besuchen, damit wir Schematics hochladen können oder runterladen können. Das ist halt einfach die Seite wargeartechnik.de/schem-upload, also Schem für Schematic. Wir gehen jetzt nicht da drauf, sondern wir gehen jetzt auf unsere normale Internet-Startseite, sehen hier die normale Seite und gehen auf Schematics. Ihr seht jetzt hier das. Ihr könnt auch hier wieder zurück zur Startseite gehen oder halt eben wieder auf Schematics. Hier steht, gebt euren Minecraft-Benutzernamen ein. Das ist der hier von uns. Dann geben wir unser Kennwort ein. Das war ja Test 1, 2, 3. Und entweder Enter oder auf Anmelden. Nein, wir möchten das Passwort nicht speichern. Wir sehen jetzt hier, wir sind angemeldet, unseren Benutzer. Wir sehen hier, wir haben noch um die 90% des Schematic-Speichers frei. Das sind ungefähr 800, also was heißt ungefähr, sind genau 891, so und so viel Gigabyte, die noch frei sind. Jetzt für alle Leute, die Schematics hochladen wollen. Wir können uns hier jetzt eine Schematic auswählen. Können hier eine Richtungsangabe festlegen. Und hier sehen wir deine Schematics. Anklicken. Wir haben noch keine. Steht hier. Du besitzt noch keine überprüften Schematics. So. Das heißt das. Wir gehen jetzt hier einmal auf unseren Ordner, wo unsere Schematic drin ist. Haben wir einfach mal die Kanone 1. Die klicken wir drauf. Gehen dann entweder Süden oder Norden. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches es ist. Deswegen lasse ich einfach jetzt mal Süden. Klicken auf Hochladen. Die Schematic wurde erfolgreich hochgeladen. Jetzt, ihr seht, die wurde als K1-S hochgeladen. Öffnen wir mal gerade den Browser hier. Wargear Technik. .de/upload. Melden uns mal an als Dr.Spargel. Ist egal, wie Großschreibung ist. Euer Passwort muss richtig sein. Sehen jetzt hier, meine Schematic ist die hier. Das ist meine Schematic, die habe ich auch schon mal hochgeladen, die ist in meinem Ordner drin. Aber hier sehen wir jetzt eine Schematic, die noch zu bearbeiten ist. Weil die habe ich ja gerade hochgeladen. Wir sind ja der Spieler hier. Wir haben jetzt die Schematic hier hochgeladen. Sehen wir, klicken wir drauf. Dann sehen wir hier etwas, das wir bei uns, ich bin jetzt hier als Doppelspargel in der Arena, und gebe dann diesen Link hier, das was ich kopiert habe, ein. Haben wir eine Schematic geladen. Da es jetzt S ist, gehe ich einfach mal jetzt hier hin und paste diese Schematic. Das ist jetzt einfach eine Kanone, die ziemlich alt ist. So alt, dass sie nach Westen gebaut ist und nicht nach Norden oder Süden. Also so eine ganz alte Kanone. Es ne? Geht ja auch nicht darum. Sagen wir jetzt mal, die ist regelkonform. Oder sagen wir erstmal, die ist nicht regelkonform. Klicken wir einfach hier drauf. Die Schematic wurde erfolgreich gelöscht, weil sie ja nicht regelkonform ist. Und wenn ich jetzt das hier aktualisiere, sehe ich immer noch, dass keine Schematic hochgeladen wurde. Wir haben aber jetzt hier noch eine Datei, die hat schon eine Richtungsangabe mit _n. Das heißt, wir wählen jetzt hier aus, Richtungsangabe schon vorhanden. Oder können halt eben Norden oder Süden, dann hätten wir doppeltes.
Wir laden aber jetzt hier mit Richtungsangabe schon vorhanden. Wir können natürlich hier auch resetten. Dann ist die Datei oben wieder rausgelöscht. Wir geben einfach mal jetzt N ein. Gehen auf Richtungsangabe vorhanden. Klicken auf Hochladen. Schematik wurde erfolgreich hochgeladen. Und das Vorgehen muss noch auf Regelkonformität überprüft werden. Machen wir hier wieder Undo. So. Jetzt gucken wir hier einmal aktualisieren. Jetzt sehen wir hier wieder, eine Kanone wurde hochgeladen. Mit Unterstrich N. Und kopieren wir das hier. Könnten das jetzt hier wieder einfügen. Ist aber nicht Sinn der Sache, sondern klicken hier einfach mal auf Regelkonform. Jetzt dauert das ein bisschen und dann steht hier, dass die Schematik erfolgreich überprüft wurde. So, jetzt steht hier, es liegen derzeit keine noch zu bearbeitenden Schematics vor. Und wir aktualisieren hier mal einmal die Seite. Und jetzt steht hier, wir haben eine Schematik erfolgreich hochgeladen. Also, ja, wir können sie dann hier entweder downloaden, wir können löschen und wir können wieder zurückgehen. Wenn wir sie löschen, ist sie gelöscht, wir wollen sie aber downloaden. Und jetzt seht ihr hier, Anone wurde automatisch heruntergeladen und hier ist mein Downloads. Ja, der gerade irgendwie hängt. Hier seht ihr es. Hier ist die Kanone drin in meinem Download-Ordner, den ich eben noch hingelegt habe. Natürlich können wir die Schematik jetzt auch löschen. Wir können aber jetzt diese Schematik laden, indem wir, also ich kann sie jetzt laden als Admin. Schematic load mit dem Spielernamen. Gehen wir mal auf den Server Arena. Ups. Wir können natürlich auch hier das benutzen. Ist jetzt ein bisschen laut. Entschuldigung. Kann ich nämlich jetzt die Tabulator-Taste benutzen? Dann nehmen wir jetzt einfach hier Schematic Load slash, die Schematic ist ja K1 unterstrich N und laden diese Schematic. Können wir jetzt auch wieder ganz normal pasten. Ja, Schematic wurde gepastet. Können wieder andere machen. So, jetzt gehen wir hier auf Löschen. Dann steht hier, die Schematic wurde erfolgreich gelöscht. Versuchen wir jetzt, hier diese Schematik nochmal zu laden. Steht ja, dass die Schematik nicht existiert. So, das war's vom Ganzen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!